Wer künftig so wie ich mit Drohnen drehen möchte, wie die mich gerade filmt hier, das sind 2 Kilogramm, der braucht jetzt den Drohnenführerschein. Und den möchte ich heute hier machen, mal schauen, ob es klappt. Und zwar hier in der Drohnenakademie von Frank Lemm. Neben vielen günstigen Online-Anbietern gibt es derzeit 13 anerkannte Ausbildungsstellen für den Drohnenführerschein. An einem Tag wollen sie alle dasselbe Ziel erreichen, die Lizenz für die Luft. Was erhoffen Sie sich jetzt von dem Lehrgang heute? Nun, was ich mir natürlich erhoffe, ist, dass ich das Gefühl habe, sicher und professionell die Drohne fliegen und steuern zu können. Für eine Drohne unter 250 Gramm ist jetzt eine feuerfeste Plakette Pflicht mit Name und Adresse. Ab 2 Kilo zusätzlich der Führerschein und über 5 Kilo geht nichts mehr ohne Erlaubnis. Grundsätzlich gilt, Drohnenpiloten wie ich brauchen eine extra Versicherung. Die private Haftpflicht reicht da meist nicht aus. Dazu kommt, ohne Führerschein kann es bald doppelt unangenehm werden. Wenn die Drohnenpiloten sich nicht daran halten ab 1.10., dann riskieren sie ihren Versicherungsschutz im Falle eines Unfalls. Und das zweite Problem, dass man natürlich in einen Straftatbestand hineinkommen kann. Das gilt für Piloten, die in sogenannten Flugverbotszonen unterwegs sind. Zum Beispiel in der Nähe von Flughäfen, über Naturschutzgebieten, an Einsatzorten, über Wohnhäusern und Menschenansammlungen. Dann können Strafen bis zu 50.000 Euro drohen. Außerdem dürfen Piloten nicht höher als 100 Meter fliegen, egal wie schwer die Drohne ist. Darüber hinaus braucht man eine Ausnahmeerlaubnis der jeweiligen Landesluftfahrtbehörde für ca. 200 Euro. Zurück in der Akademie, es wird Zeit für die Prüfung. Jetzt wird's ernst, viel gelernt, schon auf der Online-Plattform im Vorfeld und heute nochmal, also Themen Navigation, Meteorologie, Recht in der Luft und jetzt mal schauen, ob das klappt mit der Prüfung. 60 Fragen in einer Stunde, 75% davon müssen richtig sein, dann hätte man ihn, den Drohnenführerschein. Schnell letztes Kreuz, mal hoffen, dass es geklappt hat. Die Auflösung. Gratuliere, bestanden, auch wenn knapp. Alles klar. Ja, aber es ist definitiv kein Selbstläufer, dieser Drohnenführerschein. Da sollte man sich sehr gut informieren im Vorfeld und gucken, dass man den besteht, denn ab 1. Oktober zählt es. Wer diesen Führerschein dann nicht hat, der muss mit Strafen rechnen, also lieber vorher nochmal pauken.